Ahoi Leute, willkommen zurück zu Titan Quest. Wir haben gerade den Hades besiegt und plötzlich sind wir hier aufgewacht in einer anderen Welt an einem Galgen und haben es wohl gerade überlebt. Was machen wir jetzt als erstes? Monster verkloppen! Ja, genau. Willkommen zu Grimdawn. Wieder mit dem Fisch hier, der einfach mir in meine Einladung hier reinredet. Kennst du, ne? Kennst du? Hm? Ja. Ja, und ja. Wir sind wieder Chantal und LaFishy unterwegs und er hat sie jetzt auch endlich mal Grimdawn gekauft. Habe ich übrigens so seit Wochen. Ich habe es noch nie installiert gehabt. Ich muss das Tutorial unbedingt ausmachen, weil Freddy kennt das Spiel schon auswendig komplett. Ich guck mal kurz auf die Karte, hier gab es so eine, hier. Auf, also ich habe, also hier, wir sind gerade in Devil's Crossing, falls Leute das nicht wissen. Alter, ist die Map riesig. Und ich habe bis ganz rechts oben schon gespielt und dann bis zu der Stalton Mine, glaube ich. Warte, die finde ich gerade nicht. Was? Die finde ich gerade nicht, die Stalton Mine. Die ist direkt neben Devil's Crossing. Ich finde auch gerade Devil's Crossing nicht wieder im Moment. Das ist unten rechts. Und hier unten, unter Devil's Crossing, sieht es aus, als würde dann im späteren Verlauf noch ein Gebiet hinzukommen. Also wir sind gerade... Es ist eine Alpha, glaube ich, oder eine Beta inzwischen schon. Ja, also ich weiß nicht genau. Also ich habe ja schon einen First Look gemacht und einen ersten Part. Nein, kein erster Part, sondern ein First Look und ein... Ja, Let's Show oder sowas. Ja, genau, ein Let's Have a Look mal. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich war irgendwo hier schon, also... Das hier, also rechts lang ist der erste Weg und dann kommt man nach links und... Da war ich halt irgendwo hier so in diesem Bereich. Ich zeige das gerade auf meiner Karte und ja. Also mein Charakter ist Level 28 oder so. Ich habe das ein bisschen gesuchtet, als es neu rauskam. Und ja, wir nehmen auch mal die erste Quest an. Das Spiel hat keine Sprachausgabe, beziehungsweise kaum. Und falls ihr es lesen wollt. Also ich habe keinen Bock, das alles zu lesen und zu übersetzen. Und ja. Wir werden es so machen wie bei Titan. Ja, wie bei Titan Quest. Das war einfach. Richtig hart durchgehen. Das ist einfach Titan Quest 2. Oh mein Gott, Blitze machen meine Welcome Augen to Grimdawn. Kaputt. Thank you again for supporting us to make Grimdawn possible. Danke Tutorial Tips. Ich hab's ausgemacht. Disable. Speak to Captain John. So, das ist der hier. Captain John Bourbon. Und ja... You're not looking too bad for someone who just back from the brink. Yeah. What's what you want me to do? Where can I find the barrier here? Yeah. Die NPCs hier haben auch eine Audioausgabe übrigens. Also das war immer so leise, dass ich ignoriert habe. Also das ist also das Spiel im Prinzip ist Titan Quest 2, aber halt das Setting ist so, wir sind so einer postapokalyptischen Welt und irgendwelche ekelhaften Monster haben irgendeine Scheiße gemacht. Das sind die Portale, die wir ja schon aus Titan Quest kennen. Oh mein Gott, sehen die geil aus. Und die FPS sind nicht besonders gut in dem Spiel hier, also... 30. Ja. So um die 30. Ja, und sieht, ich kenne das Spiel halt schon ein bisschen und er hat es halt nur einmal bei mir gesehen. Dieb hat mir alles geklaut. Ich hab keine Ahnung, wie man angreift. Einfach mit Linksklick draufhauen. Ich hab keine Special, oder? Noch nicht. Heilt man auch ein bisschen was? Oh, du stehst bei mir erstmal am anderen Ende der Welt. Ja. Also der Multiplayer ist in der Beta-Version des Spiels oder so. Also ist noch alles voller Bugs und alles, ja. Wurde auch schon zweimal angekündigt jetzt im Spiel. Oh. Das sind erstmal so Zombies, die heißen Walking Dead, was ich ziemlich lustig fand, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ja, ich bin hier bei irgendwelchen Keksen. Krebsen wollte ich gerade sagen. Die sind neu im Spiel, die gab es damals noch nicht, als ich gespielt habe. Okay. Und wie gesagt, ich kenne das Spiel fast überhaupt nicht. Hab nur bei Freddy mal reingeguckt und auch nicht lange. Und da unten in deiner. Das ist über Jack. Deiner Junk. Junk ist Müll. Ach, Jack. Nee, Jack. Jack ist sowas wie ein Fass. Okay.
Da unten über deiner Lebensleiste hast du ja so ein goldenes Leuchten noch drüber. Ja. Das ist sozusagen dein Heilen. Das kannst du irgendwie aufladen, aber ich weiß nicht genau wie. Okay. Und, also, wenn du jetzt Leben verlierst, dann heilst du danach auf. Also, dann, also wenn das wieder... Das geht dann leerer und dein Leben wird dadurch voller und danach hast du, glaube ich, keine Gesundheitsregeneration. Aber du findest eigentlich oft genug irgendwas, was das wieder voll macht. Ich habe auch nicht ganz genau verstanden, wie es funktioniert. Wir sind auch gerade ein Level aufgestiegen. Das heißt, ich skill mal einen Punkt in Physik rein. Wie kann man skillen? A-Level ab, okay. Auf C wieder. Was? Set Class. Set Class, das geht hier. Ich habe den Arcanist, der ist neu sogar. Ich habe den Okkultist, also ich habe Demolitionist als meinen ersten Charakter gehabt. Und dann später noch Okkultist. Und diesmal weiß ich nicht, wo ich gehen werde. Willst du Tank oder Damage-Tiger? Demolist hört sich ja so mehr Schaden. Demolist ist sowas wie Feuer aus Titan Quest. Ja, und Okkultist ist also Beschwörer. Ja. Nightblade sieht aus wie der Assassine. Arcanist ist der Zauberer und der Soulrider ist wahrscheinlich einfach der, der so ein bisschen tankmäßig unterwegs ist. Mhm. Soll ich dann Tank gehen als Soldier und dann mache ich als nächstes noch irgendwie Arcanist oder so? Ja, kannst du machen. Wie waren deine Mischung so, Demolisk und Okkultist? Okkultist habe ich kaum benutzt. Also das habe ich auch erst relativ spät bekommen, aber also ist eigentlich ziemlich geil. Also mit Demolisk machst du übertrieben viel Schaden und deine Shock-Spikes oder so sind richtig gut. Okay. Das sind auch die ersten Skills und Okkultist ist halt, du hast irgendwie einen Raben und irgendwelche komischen Höllenhunde und das ist eigentlich ganz geil. Also okay, also gehe ich auf jeden Fall schon mal auf Demolisk und überlege mir dann noch Nightblade oder Okkultisk. Oh Gott, ist das ein komischer Skilltree. Ach, der geht seitwärts, okay. So, wie viele Skillpoints hat man? 3 und einen musst du halt direkt reinpacken. Undo Points? Undo Class? Was? Undo Points ist, dass du deine Punkte zurücksetzt und Undo Class ist halt... Ah, okay. Die Klasse nochmal ändern kannst. Demolisk. Also ein Punkt da rein. Die Stun Jacks meinst du? Nee. Fire Strike. Stun Jacks sind das. Die Stun einfach nur. 15 Energiekosten. Force Wave. Charge Levels. Okay, dann skill ich erstmal das hier. Ich weiß nicht ganz genau, was das macht, aber da kann ich das hier bestimmt drauf haben, ne? Naja. Es gibt, ich weiß nicht, ob es damals schon, als ich mein Video gemacht habe, gibt es jetzt auch noch diese Transzen-Dings da. Transzen? Die gehen dann von, ja, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen, irgendwie Transcendences oder so. Die gehen dann vom Skilltree ab, das sind diese kleinen Kristalle. Siehst du die in der Skilltree? Du hast da so ein paar Skills, wo dann halt so eine Linie ist und dann gehen da so welche einmal seitwärts runter oder so oder hoch. Wo so und kleine die Kristalle machen sind. Halt, also die verändern halt deinen Skill ein bisschen. Wie zum Beispiel bei mir macht das eine ein bisschen weniger Schaden, also ein bisschen weniger physischen Schaden, aber dafür mehr Elementar- und Chaos-Schaden. Also die verändern halt deine Skills. Also du kannst nochmal deine Skills sozusagen skillen. Okay, das ist cool. Ich habe mich jetzt erstmal. Ja, man dieses ganze neue Layout gewöhnt und du sagst, auf C kann man skillen. Ah, okay. Physics, also C und S wieder. Cutting und Spirit. Cutting wird ja Stärke sein. Physik ist Intelligenz. Ist, Stärke. Okay. Ach, Cunning. Obwohl, nee. Cunning machst du mehr Schaden. Also mit Cunning machst du mehr Schaden, mit Physik kriegst du mehr Leben und mit Spirit machst du magischen Schaden. Habe ich überhaupt magischen Schaden? Also definiere magischen Schaden. Weiß ich nicht. Okay, also. Musst halt gucken, was. Also, du hast jetzt ja einen Punkt deine Meisterschaft gemacht, da kannst du ja sehen, was das am meisten braucht. Ja, habe ich wieder vergessen. Ich gehe jetzt erstmal in Stärke. Was? Es gibt 3 Charakterfenster und eine Fraktion? Alter. Das Spiel ist ein bisschen komplexer als Titan Quest. Ja. Tut mir leid, also aber hier werde ich nicht so schnell durchsteigen. Was? Tut mir leid, also das war jetzt an die Zuschauer, tut mir leid, aber hier werde ich nicht so schnell durchsteigen. Oh, hier brennt's. Ja, und wenn du auf der Karte so ein, wenn du auf deine Karte jetzt guckst, da hast du so einen schwarzen Kackbrocken da drauf. Das heißt, dass der Weg da versperrt ist irgendwie. Okay.
Oh, Clawstrap. Nehmen wir nochmal schnell mit. Das ist ein Gürtel. Also das, das Ding ist besser als meins. Hä? Ist das eine Waffe? Ist das eine Shotgun? Das ist eine Shotgun. Die möchte ich gleich mal ausprobieren. Also mit dem Demolition Man hast du, glaube ich, auch so eine Fernkampfattacke. Also, da lohnt sich das schon. Also, wie so, so ein Fernschuss. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt für die alles Shotgun oder gibt mir jetzt schon auf Eier. Wieso? Weil die voll ungenau ist. Oh, die Cloth Cap ist schlechter als meins. Ich habe ein Buch gefunden. Ich auch. Ich habe es einfach mal im Rest, kannst du das machen. Das war ja in Sacred auch so. Und das ist das Log, falls ihr lesen wollt, könnt ihr erstmal pausieren. Und das ist unsere Quest. Und ja. Harbor Masters Log. Oh mein Gott. Ich habe auch mal anzeigen lassen, weil wenn ich kritte. Das habe ich nicht. Lancer's Note. Spielen wir auch mal. Hä, wie machst du das? Wieso kriegst du dafür... Hä? Wieso kriegst du dafür Sachen? Also... Wie? Das ist Müll. Diese Notes, die öffnest du und dann kriegst du... Da geht bei mir ein Fenster auf. Ja, bei mir auch. Aber dann bei dir, wenn du das machst, krieg ich ein Geräusch und bei mir nicht. Ich wollte hier raus, wenn der Multiplayer buggy ist. Und mit L kannst du noch ein Personal Rift machen. Ich wollte gerade Questlog öffnen. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Personal Rift. Also das Personal Rift ist halt das Normalportal wie aus ja, Quest. Schon klar. Oh, ich bin nochmal gelevelt. GG. Was braucht denn meine? Ich glaube, ich brauche Physik, also wegen Leben. Also ich wollte ja Tanky jetzt gehen. Ja. Weapon Damage, das hier noch. Und einen hier rein und einen mache ich noch in die Meisterschaft direkt. Physik und Cunning ist halt eher wichtig. Hier waren wir auch noch nicht. Soll ich Tanky gehen? Wir sind da rumgegangen. Also, und die Map ist halt so ziemlich verschachtelt. Das ist total cool. Also, ganz viele kleine Wege gibt es hier. Und ja. Also, ich bin davon gerade so ein bisschen begeistert. Das gefällt mir hier alles sehr gut. Guck mal kurz, wie lange wir noch haben, weil wir haben ziemlich lange rumgewartet, als du deinen Skillschirm angucken musstest, ne? 13 Minuten ungefähr haben wir jetzt gemacht. Ja. Ich hab eine Stoppuhr mitlaufen. Ich auch. In die App. Ja, du hast einen Timer mitlaufen. Ist dasselbe. Nein, eine Stoppuhr ist das komplett anderes. Eine Stoppuhr zählt Gegenteil. Die Zeit hoch. Ja, genau. Eine Stoppuhr zählt die Zeit hoch, ich zähle die Zeit runter. Nein, andersrum. Du zählst die Zeit hoch, ich zähle die Zeit runter. Nein, ach man. Fischi, halt einfach die Fresse. Ich kann mir überhaupt nicht merken, in welchen Häusern wir schon waren. Oh, ich hab da sogar ein Schild. Den hatten wir schon von Anfang an, oder? Ja, klar. Oh, ja. Ich wollte eigentlich erwarten, bis ich Schild habe, bis ich das skille, aber. Naja. Ah, die Skills brauchen auch keine Wiederaufladungszeit, oder wie? Doch, schon. Also manche Skills halt nicht. Also ich habe zum Beispiel, am Anfang habe ich halt so einen Linksklick-Angriff gemacht. Und mein anderes ist ein Passiver, aber es, also die haben auch Ablenkzeiten, aber ich glaube, die sind ziemlich gering. Benutzt du deine Stun-Jack schon? Die habe ich noch nicht gekauft. Ich habe mir eine Flashbang gekauft und den Firestrike. Den Firestrike sollte ich als Ding ins Attacke nehmen und die Flashbang als zweite. Also links und rechts Klick. Meine Freundin schickt mir erstmal versehentlich einen Audio-Log. Ein Audio-Log? Ja, ein Audio-Log. Eine Quest? Oh, Iron Bits, gut, dass du die übersiehst. Die 455. Wollen wir hier oben in das Haus rein? Da waren wir schon drin, da haben wir das Log gefunden. Oh, stehe. Oh, hier oben sind aber noch Sachen zum kaputt machen. Erstmal reintreten. Ich hol hier ein paar Walking Deads. Ich hoffe übrigens, dass mein Sound richtig angepasst ist. Es verwirrt mich. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Ah, okay, die prügeln jetzt einfach blind auf irgendwas ein. Man kann jetzt auch Waffen... Also es gibt ja in vielen Spielen so Waffenregale und hier gibt es halt, dass man die auch aufmachen kann. Also es kommt nicht immer die Waffe raus, die da drin ist. Ich habe zum Beispiel gerade eine Hose gefunden. Die war besser als meine, die ich natürlich auch benutze. Wieso kann ich das Toxic of Mending nicht mitnehmen? Ja, ach so, das ist wahrscheinlich für diesen Balken, der über dem roten Balken liegt. Ne, Toxic of Mending. Moment. Tonic of Mending ist ein Heiltrank.
Kann ich nicht mitnehmen. Tonic of Mending. Dieser Sprungattacke, das ist meine Passive, glaube ich. Komm mal kurz zu mir und guck, ob du das mitnehmen kannst. Ich kann es nicht aufheben. Bist du denn? Du siehst mich auf der Karte. Wo ist das? Liegt unten im Hof. Aber mir liegt hier nichts. Warte, ich zeig's dir gleich. Oh, Scrap. Scrap ist wichtig, da können wir mit, ich glaube, irgendwas craften und auch noch Sachen wieder aufbauen, also. So wie die Brücke. Komm mit. Hier unten liegt bei mir Tonic of Medding. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass du nicht aufheben kannst, ob es bei mir liegt, das da nicht. Oh. Das ist so ein Multiplayer-Bug wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du schon aufgesammelt oder so. Das wird dir trotzdem noch angezeigt. Das Blitzpulver ist irgendwie cool. Flashbang. Ja, ich nehm Blitzpulver. Das hieß ein Sacred Blitzpulver. Ein Titanfisch Blitzpulver. Kostet auch irgendwie nur 11 Energie. Ich hab bisher keinen Zauber, der mich Energie kostet. Mein erster, also mein Rechtsklick-Zauber, mein Linksklick-Zauber kostet mich auch 1 Energie. Hier sind nur noch 2 Entries. Ich glaube, die sollen hier echt nicht liegen. Wieso nimmst du gleich beide mit? Weil es 1 und 2 ist. Ah, okay. Sorry. Weil sie sowieso für uns beide eingelöst werden. Gut. Also wir können jetzt theoretisch nach links gehen, obwohl nee, links ist glaube ich nur so ein kleiner Steg. Hast du gerade was aufgehoben? Nee, du? Ja, ich habe bei mir zumindest das, unten ein Tonic of Medic gekriegt. Also da war die Anzeige dafür. Okay. Vielleicht hast du es jetzt bekommen. Ist gerade ein bisschen verbuggt. Hier gibt es dann zum Beispiel auch so eine kleine Brücke, wo man jetzt rübergehen könnte. Oder wir gehen über den Hauptweg. Oder wir verbrücken erstmal die ganzen Sachen, die bei ihm noch sind. Alter, wie viele Zombies hast du da angelockt? Keine Ahnung, ich bin eigentlich im Haus. Das ist, hier unten sind so 3 Zombies, ne, 5 Zombies gewesen, die da hoch zu dir wollten. Da liegt schon wieder ein Tonic of Medding. Ah, die hab ich auch gekriegt. Ist bei diesem Spiel, glaube ich, sowieso anders, man muss nur drüber laufen, um die Sachen aufzuheben, ne? Ich glaube, man muss mit der Maus rüberfahren oder so. Also, es ist auf jeden Fall, dass du klicken musst. Es ist, hier geht's weiter, oder? Wir müssen sowieso da irgendwo lang. Ja, aber da hinten ist noch was unerkundet. Wo? Beim Steg. Bin gelevelt. Oh mein Gott, Moskito. Ich hasse Moskitos. Das sind so die nächsten Gegnergruppen, diese wilden Tiere. Die sind mir jetzt schon unsympathisch, die Viecher. Gott sei Dank nur einen Schlag rein. Bist du gelevelt? Ich bin auch gelevelt, okay. Du sagst, dieser Stunjack sind gut? Ja, also die nutze ich auch immer noch als Rechtsklickwaffe, also... Weil ja, ich habe jetzt einmal die Flashbang geschaut. Ich habe jetzt in die Flashbang gemacht. Ja, die Flashbang habe ich auch ein bisschen angeskillt, aber ich fand die anderen Teile halt besser. Also meinst du die Stunjackson besser? Ich fand sie auf jeden Fall besser. Okay, dann habe ich jetzt auch meine Stunjacks geskillt. Der Charakter ist jetzt wahrscheinlich schon wieder total verskillt, aber. Ist schon okay, ist okay. Ja, also jetzt weiß es noch keiner, aber keiner das Spiel hat. Ja, ja. Also es haben wahrscheinlich schon ziemlich viele das Spiel, aber halt keiner, der Tidequest gespielt hat. Doch, wahrscheinlich nee, gerade die. Ja, also nicht von Leuten, die wir kennen, die Tidequest gespielt haben. Ja, sagen ja, zum Glück. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie Leon sagt. Also dein Charakter ist schon wieder total verskillt. Und du bist schon 7-mal gestorben. Was ist das? Ach du Scheiße. Und du wirst halt dann 3 Stück und später gleich mehr. Und auch wenn du, also wenn du nicht triffst, dann liegen die halt noch kurz auf dem Boden liegen und du kannst dann zum Beispiel deinen Gegner durchziehen noch, also. Ja, hab ich gesehen. Das fand ich okay, ich habe eine bessere Jacke gefunden als meine. Oh, jetzt sehe ich schön aus. Oh, jo. Echt eine Pistole. Was kann man mit diesen Schriftrollen dann machen? Kann man die danach verkaufen? Einlösen. Ja, ich habe die eingelöst. Ich habe die aber noch... Lieber, wenn du auf Q drückst, hast du den alle da drin? Wie heißt das? Ja, habe ich. Also, ja, das ist wahrscheinlich so ein Multiplayer-Ding. Also, wenn ich die einlöse, sind wir auch mir weg. Also, du kannst die dann verkaufen oder weg. Okay, dann löst du die ab jetzt ein. Ja, ich habe doch sowieso alle aufgesammelt und eingelöst. Nein, ich habe auch 2. Ja, welche denn? Francis Note und Harbor Master Lock.
Lower Crossing. Die hab ich auch bald schon eingelöst. Ja, ich auch. Unser Timer klingelt gerade. Aber ich hab sogar noch ein paar Viecher eingeloggt. Ja, ich kämpfe auch gerade noch kurz. Außerdem habe ich ja jetzt eine stabile Leitung, also ist mir eigentlich egal, wie lange wir hochladen. Wie groß die Parts werden. Ja, aber ich wollte es trotzdem so auf 20 Minuten halten. Ja, ja, klar. Gute Geburt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss, Leute. Tschüss.